Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lost Odyssey. Wir sind hier im Schrein des Zauberers. Wisst ihr, warum ich gerade so ein bisschen innehalten musste? Das hieß hier im Speicherslot, hieß das irgendwie anders. Guck mal da oben, genau, Kammer der Steintafeln. Da hätte ich ja, glaube ich, auch ins Menü gehen sollen. Und ich hatte mich gerade darauf eingestellt, euch in der Kammer der Steintafeln zu begrüßen. Und da steht auf einmal Schrein des Zauberers, ja. Macht mir das Spiel hier wieder vollen Strich durch die Rechnung. Ja, wir sind hier im letzten Part angekommen, nachdem wir den Karmesinwald abgesucht hatten. Dort leider nicht auf Max. Was war denn das gerade, was da auf dem Boden nach rechts gekrabbelt ist? Habt ihr das auch gesehen oder hatte ich gerade einen Knick in der Optik? Da hat irgendwie schon wieder gar nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall sind wir hier schon gewesen, haben diesen Stein hier in der rechten Kammer so ein bisschen rumgeschoben, haben jetzt hier so ein komisches Tafelfragment mitgenommen, mittendrin ganz viele Kristallfragmente aufgesammelt. Ich weiß gar nicht, sind wir, ja, gesundheitstechnisch sieht das gut aus. Sag mal, ach, der hat wieder alles aufgefüllt, bestimmt, weil wir jetzt im letzten Part wieder ein Level-Up erreicht haben, ne? Ja, das erkenne ich daran, dass diese nächste, diese Zeile rechts neben der Stufe, die steht auf 100. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder, also wir fangen jetzt quasi wieder bei 0 an, wenn wir aufleveln möchten. Und, ja, wir haben Max direkt zwar nicht gefunden, den kleinen Bruder von Cook, beziehungsweise den Enkel von Keim, wenn man so möchte, haben aber Indizien dafür entdeckt. Ja, wow, was für ein Begrüßungskomitee. Also den Anfang hätte ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen, denn dieser Erdkoloss, der hat uns schon im letzten Part relativ ordentlich zugesetzt und... Na gut, wir werden gucken, dass wir den jetzt trotzdem irgendwie hinkriegen. Solange ist meine letzte Aufnahmesession Gott sei Dank nicht her. Ausnahmsweise mal. Ich glaube, ich habe bisher immer nur... Warte mal, Erde? Ja, Luft war gut gegen Erde, ne? Ja, ja, muss ja gewesen sein. Ja, normalerweise sage ich ja immer, dass ich so lange schon nicht mehr aufgenommen habe. Und heute ist das irgendwie... ja, irgendwie anders. Da bin ich jetzt eigentlich wieder voll drin und habe auch voll Bock, direkt weiterzumachen. Eigentlich müsste ich, was mein Let's Play-Zeitstrahl oder mein Zeitplan anbelangt, was ganz anderes zocken, aber ich habe gerade irgendwie total Bock, weil ich habe das gestern, habe ich die letzte Aufnahmesession hier beendet zu dem Spiel, bin hier angekommen, da ist das schon so spät gewesen, hatte ich dann keine Zeit und bin dann heute den ganzen Tag auf Arbeit, irgendwie habe ich nur an Lost Odyssey gedacht. Das klingt total geistesgestört, aber das ist manchmal so, wenn man Zocker ist, habe ich mir sagen lassen. So, also habe ich mir sagen lassen, nicht weil ich mir sagen lasse, was ein Zocker definiert, sondern weil ich auch andere Leute kenne, denen das öfter mal so geht und normalerweise, ich frage mich gerade, ob ich mit einem Zauber auch bei denen nicht mehr Schaden ausrichten würde, also bei Keim und Seth, obwohl das ja keine Zauberer sind. Ich glaube, ich probiere das mal. Mit Seth greife ich noch ganz normal an, weil sie hat mit ihrem Herkulesring eigentlich eine ganz gute Chance, ja auch relativ viel Schaden auszuteilen und ja, eigentlich wollte ich gerade noch was ganz anderes sagen und bin jetzt schon wieder voll raus. Ach ja, ich wollte sagen, dass normalerweise, dass mich Arbeit immer voll ablenkt und so und dass ich erst wieder an Let's Plays und ans Zocken denke, wenn ich dann mal Feierabend habe, aber das war... heute irgendwie ein bisschen anders. Das ist jetzt blöd, dass er Keim angegriffen hat. Das ist noch blöder. Ey, diese KI. Also vielleicht ist das auch immer nur Zufall, aber die greifen echt immer genau die Leute an, die sich gerade für irgendeinen Zauber aufladen. Ja. Also 190 ist, glaube ich, schon mehr, als er regulär über seinen Angriff austeilen kann. Ich glaube, ich werde trotzdem... Ach nee, ich werde jetzt mit einem. Jetzt, wo das nur noch einer ist, brauche ich ja hier nicht so großartig experimentell zu sein. Ich hoffe nur, dass sie jetzt Keim irgendwie am Leben lassen, weil ich habe irgendwie keinen Bock, dass ihm jetzt hier die Erfahrung durch die Lappen geht. Yay! Immerhin einmal perfekt. Und ach Mist, ich wollte nochmal gegenüberstehen, was hier so ein Perfekt an Schaden austeilt, aber das ist mir jetzt hier nicht mehr so ganz gelungen. Also ich werde von diesem Kampf hier vielleicht noch einen weiteren drin lassen und werde euch dann die nächsten Kämpfe rausschneiden gegen diese Erdkolossviecher und auch gegen diese Feuerballons. Wobei die Feuerballons, die können wir uns ja auch noch mal einmal angucken. Aber ansonsten kommen wir hier, ansonsten kommen wir... Ey, jetzt habe ich gerade Gebet auf den Gegner genommen. Nee, ich habe Gebet auf Keim genommen, glaube ich. Bin schon wieder gar nicht multitaskingfähig. Weil ansonsten kommen wir hier... nicht wirklich voran, weil wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen und ich möchte
ja, hier auch ein bisschen was schaffen in einem Part und nicht in einer Folge, die dann, weiß ich nicht, wie lange dauert, 80% nur Kampfgeschehen haben und ja, 2 Meter, die wir dann gelaufen sind, das ist dann irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber Cook wird im nächsten Kampf, ey, guck mal, wie wenig Erfahrung die uns nur geben. Ey, wir müssten ernsthaft 50 solcher Kämpfer absolvieren, jetzt denke ich schon wieder ein Bier oder was, um da so ein Level-Up für Keim, Seth und Jensen zu generieren. Das ist echt ein ganz schönes Stück, ne? Okay, schwarze und weiße Magie. Ah, stimmt, ich hatte ja keinem schwarze Magie lernen lassen. Ja, ich weiß noch. Ja, ich weiß mal was, juhu. Gut, weil dann kann ich mir jetzt hier wieder was anderes Schönes aussuchen. Dann kann er jetzt von mir aus weiße Magie lernen. Und ihr bringe ich dann die schwarze Magie bei, denn dann sind die wieder zeitgleich, was ihren Lerneffekt anbelangt. Ich müsste aber trotzdem irgendwie nochmal heilen und das mache ich jetzt am liebsten mit Seth. Mir fällt gerade irgendwie nichts Besseres ein. Bei den anderen habe ich irgendwie andere Verwendungsoptionen im Hinterkopf. So, das muss erstmal reichen. Ich würde mir echt mal wünschen, dass ich irgendwas für die Abwehr tun kann, weil ich finde, dass unsere Leute momentan echt relativ viel Schaden fressen und das ist auf lange Sicht doch relativ bedrohlich, ne, für unsere physische Beschaffenheit. Vielleicht auch für unsere psychische. Okay, Kerkerschrein. Ey, dieser Ort, der ist irgendwie total Tomb Raider. Also der entspricht irgendwie so, ey, guck mal, da hinten, ey, das ist schon der nächste Speicherpunkt. Aber guck mal, da sieht man die Gegner. Seit wann ist das denn? Oh. Huch, jetzt ist sie zu. Was war das denn? Die Tür ging von alleine zu. Ist das diese komische Geistmagie? Geistmagie ist hier, seit wir diesen Karmesinwald betreten haben, von Anfang an irgendwie immer ein Thema gewesen. Also ich weiß nicht... Ja, okay, daran konnte ich mich grob jetzt noch erinnern. Aber... Ach so, das kommt jedes Mal. Ah, oh. Da wäre ich ja fast getroffen worden. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man sich treffen lässt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das jetzt nicht aus... ja. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das nicht ausprobieren möchte. Und zack, werde ich direkt getroffen. Wo bin ich? Diesen Ort kenne ich hier irgendwie gar nicht mehr. Also ich erinnere mich null an diese Ecke, in der ich hier gerade rumlatsche. Ich sag bloß, ich bin doch in meinem regulären Spiel doch nicht niemals hier runtergefallen. Mir sagt das irgendwie gerade trotzdem nichts. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier neue Gegner haben oder ob wir die alten Bekannten aus dieser Folge oder aus der letzten nochmal antreffen. Ja, ich glaube, die kennen wir, aber die gab es eher, auch in dieser Konstellation gab es die eher im Karmesinwald als, ja, als hier halt. So, warte mal, Kai macht den C-Typi, sie geht auf den A-Typi los, er hier, ach, mit ihm wollte ich ja immer den hinteren angreifen, ne, und der hintere, der war, glaube ich, Luft, dieser Seenfresserkäfer, genau, da muss ich jetzt Feuer reinhauen. Und, ja, hier... Ey, das ist auch so gemein. Guck mal, kaum bin ich in diese Falle getapst, ey, steht das hier schon wieder total bedrohlich um unsere Gesundheit. Also auch diesen Kampf gucken wir uns jetzt zum letzten Mal an, liebe Leute, und werden uns dann wirklich nur noch zu Gesicht bekommen im Kampfgetümmel, wenn es irgendetwas Neues zu sehen gibt, damit wir hier auch, wie gesagt, das nicht alles, ja, zu sehr... in die Länge ziehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Am Anfang sind die Kämpfe noch relativ schnell vonstatten gegangen. Ich hatte ja auch in den Y-Bergen schon ein bisschen überlegt. Aber da musste man ja auch mit den, sich mit dem Kampfsystem noch so ein bisschen vertraut machen. Da war alles noch so relativ neu. Und hier ist das ja inzwischen alles relativ vertraut, will ich meinen. Also zumindest mir ist das noch vertraut. So, dann kann sie nämlich auf die A-Spitura losgehen, die mich im letzten Part schon voll an Sepultura erinnert hat. Und der Seenfresserkäfer, der müsste dann eigentlich auch Geschichte sein. Und ja, am wenigsten laut Leiste hat Seth im Moment, deswegen hat sie jetzt ja auch erste Prio. Das ist nicht schlimm. Genau, ich wollte gerade sagen, den hätten wir jetzt auch umgenietet, wenn ich das jetzt hier vollkommen vermasselt hätte. Also mit diesem Ringangriff-Dingens-Zeugs. So, und jetzt muss Jensen eigentlich nur noch den einen da umnieten. Ich hoffe, dass dieser Seenfresserkäfer jetzt nicht mehr zum Einsatz kommt, aber das sieht gut aus. Yes. Oh.
Ich glaube, darüber bin ich beim letzten Mal schon gestolpert. Der hat sich ja komplett hochgeheilt. Ich dachte, die nehmen sich jetzt ein bisschen was an Energie weg, wenn die da so ein komisches Feuerinsekt da vor sich fressen. Aber Pustekuchen. Ja, das hat auf jeden Fall wehgetan. Aber Kug ist jetzt ein bisschen stärker. Wir haben diesmal auch ein bisschen mehr an Erfahrung bekommen. Aber ja, so wirklich das Gelbe vom Ei ist das nicht, ne? Also zum Leveln gibt es durchaus, denke ich mal, bessere Orte. Aber das ist ganz schön heftig. Also ich weiß gar nicht, wie ich das dann später machen soll, wenn... weil wenn das immer bei dem Schwierigkeitsgrad irgendwie recht früh schon so wenig an Erfahrung gibt, dann habe ich dann später echt ein Problem. Aber ich glaube, es wird hier noch den ein oder anderen optionalen Dungeon geben, wo man ganz gut leveln kann, halt auch irgendwie total oldschool-mäßig, weil die scheint es irgendwie in jedem Spiel zu geben. Aber ja, das hat mich gerade überrascht. Na gut, dann gehen wir hier mal auf diese Plattform. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ich hoffe nicht da in diesem Eingangsbereich. Ach du Schreck. Ach so, ich dachte, der lässt uns jetzt da direkt am Speicherpunkt raus. Ah. Okay, die Frage stellt sich mir trotzdem, wie soll ich da vorbeikommen? Ach, vielleicht muss ich den erstmal hier vorbeirollen lassen. Und dann jetzt direkt danach quasi. Wow, ey, das ist aber echt ziemlich knapp. Haben wir jetzt hier schon wieder so einen Schalter? Da oben leuchtet irgendwas nieder. Das sieht irgendwie cool aus. Will ich irgendwie einsammeln? Ach so, das sind diese... Ja, ja, die kennen wir ja schon. Und ein weiteres. Ja, keine Ahnung, wann das aufgeschlüsselt wird, ob wir alle davon eingesammelt haben. Aber wir haben im Karmesinwald alleine schon, glaube ich, über 10 Stück davon mitgenommen. So, jetzt sind hier zwei Rampen, die nach unten führen. Ich habe mir leider... Ich wollte nämlich hier sowieso erstmal auf die andere Seite und erstmal hier gucken. Vielleicht haben wir hier irgendwo eine Sackgasse. Das habe ich mal aus der Ferne irgendwie nicht so... Ah, guck mal, hier ist schon wieder so eine Ausweichplatte. Es wird bestimmt hier auch gleich irgendwie wieder so ein Stein runterkommen. Bestimmt ist hier auf dem Boden irgend so eine... Ist das hier eine Falle? Oh. Aber ich habe Gott sei Dank die Treppe irgendwie noch gesehen, die man relativ einfach hätte übersehen können. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Das sieht nämlich irgendwie... Irgendwie sieht das... Wo führt denn das da hin? Vielleicht sollte ich einfach mal hingehen. Aber ich hatte ja auch noch die Möglichkeit zu speichern, deswegen... Kammer der Steintafeln. Oh, Backe. Also ich meine, ich kenne dieses Spiel ja ein bisschen und so, aber an dieser Ecke kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch grob, was sich hinter dieser Tür verbirgt, die da so vor uns zugerollt ist, wo Jensen so gemutmaßt hatte, so... ob das was mit Geistmagie zu tun hätte. Aber guck mal, da oben rechts auf der Minimap sieht das so aus, als ob wir uns jetzt hier in eine Sackgasse begeben würden. Ja, da standen wir nämlich schon mal, als wir hier diesen komischen Ort hier betreten haben. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, auch noch Kristallfragmente gefunden. Ich guck mal erstmal, was wir hier für Gegner haben. Ja, also die beiden brauchen wir uns jetzt noch nicht mal anzugucken, wollte ich gerade sagen. Nicht mehr anzugucken, die haben wir ja gerade eben schon gesehen. Ja, lief eigentlich ohne Besonderheiten. Ich finde das gut, dass die jetzt wieder neuen Kram gelernt haben. Seth hat jetzt nochmal in der letzten Runde voll eins auf die Möhre bekommen. Und ja, wie machen wir das jetzt am besten mit der Heilung? Ich würde mal sagen... Ja, lassen wir jetzt Kug am besten heilen. Ich weiß gar nicht, ich müsste das mal Pi mal Daumen ausrechnen, aber ich habe gerade keine Lust, mich darauf zu konzentrieren, ob sie zum Beispiel mehr Heilung austeilt, wie als wenn Keim mit seinem Heilzauber um die Ecke kommt. Das weiß ich irgendwie nicht mehr so genau. Also ob sich das auch auswirkt, wie gut der Magier-Skill ist bei Person XY. So, wenn die beiden jetzt Engelherz gelernt haben... Dann sind die auch komplett durch mit dem, was man so von den Sterblichen erlernen kann. Oh, ich wurde eigentlich in das Ausrüstungsmenü, ich stoße immer voll eklig auf. Das wird, glaube ich, häufiger passieren, wenn, wenn ich euch aus dem Kampf rausschneide, weil... warte mal, ich wollte wieder gucken, ob die vielleicht gleichzeitig irgendwas erreichen können. Hier brauchen wir 15 FP, 10, 10, 20, 10...
10, nee, 15er scheinen jetzt hier nicht so verbreitet zu sein. Na egal, dann gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich möchte ja hier, wie gesagt, dass das ein bisschen weiter vorangeht, wenn ich euch rausschneide. Dann habe ich jetzt auch nicht so die Befürchtung, dass ihr euch langweilen könntet. Aber dieses Rausschneiden, also schon allein dieses Schweigen während der Kämpfe, das ruft in mir schon wieder so richtige The Last Remnant-Atmosphäre hervor, ne? Weil ich ja eine Zeit lang das bei The Last Remnant auch immer rausgeschnitten habe. Also was heißt eine Zeit lang sogar... Ey, wie bin ich denn vorhin bitte an dieser hier vorbeigerannt? Glückskleeblatt. Okay, das klingt doch mal super. Ach, weil ich wahrscheinlich dachte, dass hier in diese Richtung, wo ich jetzt eigentlich langgelaufen wäre, dass da ein weiterer Weg entlang führt. Aber, ist halt nicht so. Kritische Heilung. TP-Erholung, wenn kritische Treffer auftreten. Oh, wisst ihr was? Das ist ja richtig günstig. Guckt euch das mal an. Das ist ja nur 8. Aber ich weiß nicht, wie viel das heilt. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so mega viel Heilung bringen. Aber ich finde ja, dass das irgendwie ziemlich cool klingt, muss ich sagen. Also das ist nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das bezieht sich nicht darauf, dass wir dann Heilung im kritischen Zustand bekommen, sondern dass, wenn wir einen kritischen Treffer einstecken, und das ist dann irgendwie ziemlich geil. Ja, wobei im kritischen Zustand wäre auch irgendwie geil. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier unten irgendwie halbwegs in ganzen Stücken ankomme. Meine Güte, ich hasse voll so eine Geschicklichkeitsausweichpassagen-Dinger und sowas, bin ich eigentlich immer voll schlecht. So, okay, ich glaube, dieses Ding kann man irgendwie bewegen. Das schimmert uns schon so freudestrahlend an. Und ja, da unten ist immerhin keine Falle mehr. Das heißt eigentlich... Und ich kann das doch nicht bewegen. Ich hätte jetzt echt... Ach nee, doch hier, greifen. Ich kann das nur an der Stelle greifen, wo das leuchtet. Hä? Ah, ich kann das nicht zurückziehen. Das ist hier nicht so... Also ich kann das nicht... Hallo? Ach, ich weiß, was das Spiel will. Ich weiß, was das will. Die wollen nämlich, dass ich jetzt wahrscheinlich die... die Dings nochmal. Ah, guck mal, das färbt sich rot ein, wenn wir es nicht mehr verschieben können. Ich weiß nicht, ob diese Information später nicht vielleicht sogar wichtig sein wird für andere Schieberätsel-Dinger. Ich wette, dass der Stein... Oh, können wir es hier aufladen? Ich glaube, das ist so ein Aufladeblubbel. Ja! Okay, das ist perfekt, Leute. Das ist sowas von perfekt. Weil dann kann ich hier... jetzt ein bisschen meinen Plan noch weiter verfolgen. Fluch erlangt, dass ich hier ein bisschen diese ganzen Accessoires und die Gegenstände, die damit dranhängen, die möchte ich mir ja alle irgendwie beibringen. So, ich glaube, die muss ich jetzt hier alle irgendwie besiegen, um den Gang... Ja, guck mal, da hinten ist eine Truhe, habt ihr das gesehen? Ach so, ich komme auch so durch? Okay, aber ich glaube, wenn diese Dinger uns treffen... Dann initiiere ich irgendwie einen Kampf. Ey, das wusste ich nicht mehr. Also ich wusste, dass hier noch Wachen stehen, aber ich hätte echt... Was ist das denn? Würfelmusikpartitur 2. Oh, ich habe ganz bruchstückhafte Erinnerungen. Ich fühle mich gerade selber ein bisschen wie Keim und Seth, die ihr Gedächtnis verloren haben. Nein, ich wollte doch da nicht reinlatschen. Gucken wir mal, was jetzt hier für Gegner kommen. Also im Endspurt werde ich hier auch wieder... Ey, jetzt hat Seth die geile Brille auf, aber hier hole ich euch jetzt nochmal raus. Obwohl, den Kampf, wollen wir uns den nochmal zusammen angucken. Der ist jetzt nicht so mega aufregend, aber wir haben jetzt dadurch, dass ich weiß, dass ich meine MP und alles da jederzeit wieder aufladen kann, kann ich ja jetzt ja eigentlich richtig derbst aus dem Vollen schöpfen. Und das werde ich jetzt, denke ich mal, auch tun. Ich kann mir vorstellen, dass das die Gegner bestimmt voll aggressiv macht und so. Und eigentlich kann ich ja jetzt hier ebenso aus dem Vollen schöpfen. Na, das ist ja mal richtig geil. Dann kann ich ja hier immer so ein Kram nehmen wie Allschild und sowas alles. Was macht denn Deckung nochmal? Schaden absorbieren und schützen, okay. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das in erster Linie physische Angriffe sind, die hier vom Stapel lassen. Deswegen probiere ich das mal mit Allschild. Kommt leider irgendwie mal ein bisschen zu spät, aber was soll's. Man kann den Leuten ja hier leider nicht in ihre Popöchen treten und sie irgendwie dazu animieren, schneller zu machen. Ich bin jetzt echt gespannt auch, was Seth an Schaden austeilt mit ihrem Luftzauber, weil sie hat so mit ihrem normalen Angriff schon... Ja, das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr, wie als wenn ihr ein perfekter Schlag gelingt. Deswegen können wir das von mir aus gerne auch so fortsetzen. Und wartet mal, dann kann ich ja hier das auch ein bisschen anders händeln. Die schaffen doch beide einen so, oder?
Ich bin mir gerade irgendwie nicht so ganz sicher, weil ich würde gerne mit Jensen auf den B-Koloss jetzt hier losgehen. Ich glaube, so mutig bin ich jetzt auch einfach mal. Und sie kann reduziert Zauberzeit für ein Gruppenmitglied. Sie kann jetzt hier mal Jensen so ein bisschen beschleunigen. Vielleicht gehen dann die Kämpfer auch ein bisschen schneller vonstatten. Das wäre doch mal richtig wünschenswert. Der greift jetzt leider nicht den an, den er ansonsten vielleicht umgenietet hätte, aber... Ja, da muss ich jetzt durch. Das ist alles ja auch gerade total die optimale Ausgangssituation. Ich brauche mich ja auch nicht irgendwie aus dem Konzept bringen lassen. Denn zum einen haben wir unseren Schild, ja, den wir am Anfang mit Krug gezaubert haben. Und zum anderen, ja, wie gesagt, kann ich ja alles jederzeit wieder aufladen. So, ich glaube, ich habe jetzt aber irgendwie keinen Bock mehr hier auf Zaubern. Ich mache das jetzt nur noch mit Jensen. Und dann, ich glaube, man konnte irgendwo im Menü einstellen, weil das wird später richtig kompliziert, wenn wir ganz, ganz viele Zauber haben, sich immer durch diese Menüs durchzudrücken. Und es gab ja, glaube ich, irgendwie die Möglichkeit, dass man das so einstellen kann, dass der sich quasi merkt, welchen Zauber man zuletzt ausgewählt hat und wo man dann quasi immer nur auf den A-Knopf drücken braucht und der einen da automatisch hinroutet, ohne dass man hier immer mit nach oben und nach unten das navigieren muss. Also das klingt jetzt so, als ob das ein Tropfen auf dem heißen Stein wäre und eigentlich gar nicht so, so notwendig, aber das ist schon eine ganz gute Verstärkung und Vereinfachung, würde ich eher sagen, nicht Verstärkung. Warum bin ich denn da gerade vorbeigelaufen? Das war ja ein bisschen blöd, ne? Ja, aber nicht, dass wenn man alle tötet, dass man da irgendwie auch eine Belohnung für kriegt. ach, wisst ihr was, ich mach die jetzt einfach alle. Ich werde jetzt hier nochmal heilen und werde euch dann aus die Kämpfe... Ich werde euch voll krass aus die Kämpfe rausschneiden, wisst ihr? So, nee, ich nehme euch dann da raus, einfach damit wir die Erfahrung auch mitnehmen. Und, ja, ich da auch auf Nummer sicher gehen kann, dass ich jetzt hier nichts auslasse und so, ne? Ja, das waren wieder zwei Erdkolosse, genauso wie beim letzten Mal. Habt ihr nichts verpasst? Ich glaube, ich werde jetzt, oh, okay, das ist gut. Beide können jetzt Engelherz und Keim sollte dann ein neues Item bekommen. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach ja, ich glaube, ich werde jetzt bei den Ringen auch ein bisschen was ändern, weil ich glaube, da kommen jetzt noch zwei weitere von diesen Kolossviechern und ich glaube, da kann ich mir das Leben um einiges vereinfachen, denn diese drei Komponenten vom Adamantis-Ring, die brauche ich zum Beispiel mal überhaupt nicht. Luftschaden wäre ganz interessant. Luftring Ultra kann ich dann eigentlich auch gleich nehmen. Aber ich hatte hier noch sowas, ne? Genau, Luftschaden und Schaden hoch. Dann probieren wir das mal hiermit. Einfach in der Hoffnung, dass das dann ein bisschen schneller vonstatten geht. Und was auch noch geil wäre, wäre, wenn ich hier irgendwas hätte, was gepanzerte Gegner irgendwie, organische Feinde, Luftfeinde, Bestien, nee, Maschinenkiller, nee, mechanisch. Nee, ich wäre aber gepanzerte. Habe ich gar nichts gegen gepanzerte? Das ist ja blöd. Das ist mal richtig blöd. Wartet mal, dann kann ich ja mal... Bei Fähigkeiten hatten wir alles, ne? Ich muss nochmal der Sicherheit halber gucken. Ja, das sah aber gut aus. Ich wollte hier mal eben gucken. Wir müssen doch irgendwas haben, was gegen mechanische... Nee, gepanzerte. Das muss man sich doch eigentlich irgendwie aus dem Kontext irgendwie erschließen können. Habe ich den noch nicht gemacht? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Schlafring, ich muss mal kurz gucken. Ja, sorry, dass das jetzt vielleicht ein bisschen länger dauert. Aber nee, den Schlafring, den haben wir noch nicht. Da mache ich den doch gleich mal. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendeinen Ring schon mal hatten, der gegen Dämonenskulptur brauchen wir hierfür, der gegen gepanzerte Gegner auch ganz gut ist. Schockwellen, nee. Entzugsring auch nicht. Schlägerring, Angriffsschaden. Ey, wartet mal. Also Luft nicht, Bestien auch nicht. Das ist für Bestien, das ist mechanisch. Das ist magische Feinde, Luftfeinde, organische Feinde. Gepanzerte, hier, Stechring. Haben wir keinen Stechring? Der ist doch voll günstig. Warum habe ich denn keine Wetzsteine mehr? Warte, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Einfach nur überfliegen, ob wir hier irgendeinen Ring haben, der Stechring heißt. Vielleicht habe ich auch einfach an dem vorbeigescrollt quasi. Aber nee, den haben wir Tatsache nicht. Ey, da hatte ich eine Zeit lang mal richtig viele von diesen
von diesen Wetzsteinen, ja, und habe die für so viel Kram ausgegeben. Und ausgerechnet das eine, was ich benötige, das bekomme ich jetzt hier nicht, ey. Das ist ja schon mal wieder ein Zufall, der sich gewaschen hat. So, dann gehen wir jetzt nochmal auf die andere Seite, wo ich ebenfalls alle Kämpfe mal mitnehme. Damit sind wieder zwei von diesen Dingern Geschichte, also so langsam wird das. Also das dauert halt unglaublich lange, ist aber nicht so sonderlich schwer. Aber ja, jedes Mal, wenn irgendjemand was lernt, dann weiß ich halt, wofür ich die Zeit investiert habe. Ne? So ganz umsonst ist das ja dann letzten Endes doch nicht. Und ja, wir finden momentan irgendwie mehr Accessoires, als dass wir hier mit dem Lernen hinterherkommen. Deswegen ja, ist das vielleicht ganz gut, wenn ich hier die ein oder andere extra Runde noch drehe. Ich will mich da mal eben kurz nochmal aufladen. Und ich glaube, dieser Stein, den wir dann da nach unten rollen lassen können, der wird uns dann da gleich durch die letzte Tür bringen. Ich hoffe, dass wir in der Ecke, wo ich jetzt gerade hinlatsche, auch eine Truhe zumindest irgendwie als Belohnung bekommen oder irgendwas anderes Schönes. Habe ich Seth eigentlich? Ja, ich glaube, ich habe ihr einen Ausrüstungsgegenstand gegeben, ne? Ich habe das gerade schon wieder vergessen. Ja, genau, sie ist am Lernen. Okay, das war mir wichtig. Ja, der Gegner, der hat hier gerade Kug irgendwie fast aus dem Weg geräumt. Und ich weiß gar nicht, ob in der Ecke, wo wir jetzt hier unten rumlaufen, ob es da auch Zufallskämpfe gibt, die irgendwie zustande kommen können. Und ob wir da nicht vielleicht sogar noch andere Gegner zu Gesicht bekommen. Oder ob sich das hier wirklich nur auf diese vier Riesenstatuen beschränkt. Einen Platzsamen. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Ihr denkt euch jetzt wieder, oh Frau, wenn du klug bist, dann verwendest du den jetzt nicht. Und was werde ich tun? Ich glaube, das ist zu verlockend. ich werde das Keim geben. Ja, entschuldigt bitte, ich bin gerade irgendwie so ungeduldig und habe das Bedürfnis jetzt hier für die noch bevorstehenden Kämpfe, das Ganze mir weitestgehend zu vereinfachen, so viel wie nur geht. Kritische Heilung, ja, das fand ich ja sowieso, Antischlaf finde ich noch geiler. Und dann kann ich ja hier nicht Krisenangriff nehmen, sondern hier nehme ich jetzt stattdessen kritische Heilung. Und ja, obwohl Krisenangriff ist hier eigentlich auch ganz geil, wenn ich an so manche Sachen zurückdenke, wo uns das schon genützt hat. Aber nee, ich lasse das jetzt erstmal so. Ich lasse das jetzt erstmal so und super. Also die Truhen, die wir hier unten noch gefunden haben, die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Ich gucke jetzt nochmal hier, was wir haben werden und wenn das jetzt nichts Neues ist, dann werden wir uns gleich in den nächsten Raum begeben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schade, dass ich nicht zu diesem komischen Pflanzendrache... Ja, schade, dass ich nicht zu diesem komischen Knubbel da noch gekommen bin, der uns unsere Energie und unsere MP und sowas alles befüllt. Aber hey, neuer Gegner. Ich freue mich ja mal voll über neue Gegner. Auch wenn das jetzt hier langsam so von der Stärke her ganz schön übertrieben ist. Also Typ Geistmagie. Oh, die werden bestimmt wieder total die ekelhaften Zauber jetzt haben. Ja, was zauber ich jetzt eigentlich mit ihm? Ich habe ja nichts, was irgendwie lässt einen Feind einschlafen. Verflucht einen Feind, fügt einem Feind Zeichen der Versteinerung zu. Ich glaube, wir lernen hier irgendwann auch nochmal so neutrale Angriffszauber. Das wäre dann irgendwie ziemlich cool. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden wir jetzt hier austeilen. Ach, probieren wir jetzt einfach irgendwas aus, bevor ich jetzt hier irgendwie total sinnlos die ganze Zeit nachdenke. Und Zauberunterstützung spendieren wir mal für Jensen. Ich hätte mich jetzt natürlich auch ein bisschen passiver aufstellen können mit irgendwie Barrikade oder irgendeinem anderen Schutz. Aber ich bin jetzt hier einfach mal optimistisch und hoffe, dass wir in einer Runde zumindest einen Gegner jetzt hier auch umgehauen kriegen. Bitte? Ne. Reicht nicht. Ich habe grob mitgerechnet im Kopf, hat aber leider nicht so ganz gefruchtet. Oh oh. Ich finde dieser Zauber, der sieht richtig geil aus. Also an diesen Schattenzauber, an den erinnere ich mich noch. Ich persönlich finde den irgendwie total hammerklasse. Also der ist so richtig so, der sieht dann immer so aus, wenn der, wenn man den sieht, wie so ein alter Horrorfilm oder so. So als ob man irgendwie so einen Schwarz-Weiß-Film temporär zu Gesicht zu bekommt. Ich finde das irgendwie total klasse. Der Keim hat gerade richtig viel Zeugs absorbiert.
Ach, kann es sein, weil er einen kritischen Treffer gelandet hat? Ist das der Sinn der kritischen Heilung? Ich habe da, glaube ich, vielleicht beim letzten Mal gar nicht so richtig gelesen. Aber das wäre natürlich noch cooler. Zumal ich ja jetzt relativ gut den Dreh auch raus habe hier mit den Ringen. Ja, kaum sage ich das, gelingt mir hier kein Perfekt mehr. Aber die Gegner sind cool, weil ich hier nicht so davon abhängig bin, nur mit Jensen die ganzen Schadensmengen zustande zu bringen. Also das ist echt klasse. Keim hat Erholung gelernt. Das heißt, er kann jetzt ja auch nochmal ein neues Item spendiert bekommen. Und ich muss mal ganz kurz gucken wegen der Zeit. Ich möchte euch nämlich schon gerne auch zeigen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Das heißt, ich werde jetzt aber im Gegenzug, damit wir uns hier auch noch... angucken können, was da noch passiert, werde ich jetzt die folgenden Kämpfe jetzt erstmal für euch rausschneiden. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ihr bekommt jede Kampfstatistik am Ende zu Gesicht, so wie damals bei The Last Remnant auch. Und ich sage euch auch immer, was für Gegner ich hatte. Nur, ich möchte mir das jetzt hier nicht nehmen lassen, die Leute ein bisschen stärker zu machen. Ne? Ich denke mal, das versteht ihr. Können ja hier nochmal kurz gucken, was da gleich kommt. Und Mist, ich bin immer so hin und her gerissen. Also mich würde das jetzt als Zuschauer, glaube ich, doch reizen, mir diesen Kampf anzugucken. Ihr könnt den gerne überspringen, wenn ihr möchtet, aber den mache ich jetzt nochmal mit euch zusammen. Und danach werde ich so ein bisschen ohne euch leveln, damit wir das Ganze hier auch ein bisschen voranbringen können. So erstmal der Plan. So, Zauberunterstützung auf Jensen. Diese Gegnerkonstellation ist nämlich relativ interessant. Zumal wir diesen Gegner hier in der Mitte, der glaube ich auch irgendwie der geilste ist, muss ich sagen. Also der gefällt mir sowohl von der optischen Aufmachung als auch vom Kampfstil her, weil er halt ein bisschen einfacher ist. Ja, muss ich ehrlich zugeben. Mag ich den irgendwie mit am meisten. Und ja, was hat denn der gerade gemacht? Hat er den gerade verstärkt oder geheilt oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen... Ein bisschen meine Bedenken, wenn die Gegner hier anfangen miteinander zu kooperieren. Das begrüße ich ehrlich gesagt nicht so sonderlich. Ey, kann es sein, dass dieser... Ja, guck mal, wir haben gerade immer Schaden gefressen. Habt ihr das gesehen? Seth hat angegriffen, 64 Schaden gefressen und Keim sogar über 70. Ich glaube, der hat den irgendwie in Brand gesetzt. Und wenn wir dann diesen brennenden Gegner angreifen, dann dann haben wir dadurch irgendwie erlittenen Schaden. Na, das ist ja ein kluges Gegnervolk hier in diesem Spiel. Darauf muss man auch erstmal kommen, ne? So, Mana-Ohrringe sind fertig. Als nächstes kommen die Kelolon-Ohrringe. Und jetzt sehen wir uns dann beim nächsten Kampfbildschirm wieder. Diesmal wirklich. Das waren jetzt diese kleinen Sepulturas, also diese kleinen Insektenfeuerviecher mit diesem dicken Insekt da im Hintergrund, was die weggefressen hat. Und die nerven irgendwie schon so ein bisschen. Und ich habe das jetzt gerade mal so beobachtet. Und Tatsache, also sobald dieses Insekt, was da immer hinter diesen Gegnern steht, einen von denen frisst, heilt sich das auch komplett wieder hoch. Ne? Also das ist, habe ich beim letzten Mal eigentlich immer umsonst am Anfang mit Jensen den hinteren Gegner angegriffen, dann weiß ich für die Zukunft Bescheid. Ey, guck mal, ich glaube, Keim hat gerade ernsthaft Katzenohren oder sowas auf dem Kopf. Wie albern ist das denn bitte? Oh Mann, ey, hoffentlich levelt er sich jetzt hier schnell auf, damit wir uns das nicht mehr allzu lange angucken müssen. Tja, das war ein Erdkoloss in Begleitung von zwei Ballonen, also von diesen Feuerballons. Und die haben jetzt hier, wisst ihr noch, als ich euch davon erzählt habe, dass die auch irgendwie so Selbstzerstörung oder sowas an den Tag legen können? Das haben die hier in diesem Kampf gemacht, aber das hat gerade mal so, also für die erste Reihe ein bisschen mehr als 100 Schaden ausgeteilt. Also das ging noch. Allerdings geht uns da, glaube ich, die Erfahrung flöten, wenn die auf diesem Wege zu Tode kommen. Deswegen ist das irgendwie nicht so wirklich geil, aber was soll's. Und zwei Pflanzendrachen sind Geschichte. Also ich weiß jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, kein konkretes Ziel gesetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. Ich will aber auf jeden Fall, dass Keim seine Öhrchen los wird. Also sprich, sich irgendwie ein besseres Accessoire anlegt. Und so lange werde ich jetzt hier noch weiterkämpfen. Okay, das waren schon wieder ein paar Spituras, also diese komischen Dinger, die von dem Insekt da im Hintergrund immer weggefressen werden. Und guckt euch mal bitte meine Energie an. Die sind fast alle tot und wisst ihr warum? Ich habe diesmal es vermieden, die ganze Zeit auf den in der hinteren Reihe zu gehen und
habe direkt die Quittung bekommen, weil wenn man diese erste Reihe komplett aus dem Weg räumt, dann macht dieser Gegner, der macht dann immer Prisma die ganze Zeit hintereinander weg und das knallt richtig rein. Also das hat der ersten Reihe da ganz gerne mal über 200 Schaden ausgeteilt. Also das war hier gerade eine ganz schön knappe Kiste, muss ich sagen. Ach, wartet mal, hier, genau, Items. Ich wollte gerade sagen, ich hole mir jetzt noch den nächsten Kampf. Aber endlich können wir Kai mit seine blöden Ohren ablegen. Und ich werde jetzt noch einen Kampf machen und ja, danach können wir dann von mir aus, obwohl eigentlich kann ich auch jetzt schon... Eigentlich spricht ja nichts dagegen, jetzt schon diesen Stein da ins Rollen zu bringen. Was für eine Metapher. Genau. Und dann zu gucken. Achso, das muss man von oben aktivieren. Ah, ja, stimmt. Der war ja. Oh, da muss ich jetzt gleich wieder hier ausweichen. Nee, das kriege ich bestimmt wieder nicht hin. Oh. Ey, das ist so Tomb Raider, oder? Also die alten Tomb Raider, die neueren Teile kenne ich ja alle nicht. Juhu, geschafft! Na gut, dann weiter. Okay, dein Wort in Gottes Ohren. Ich bin ja echt mal gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Also ich weiß das ganz grob, aber eben nicht mehr so im Einzelnen und im Detail. Und hast du nicht gesehen, dafür ist das schon wieder etwas zu lange her. Ja, was für ein blödes Timing grad. Aber lieber ein Kampf zu viel als zu wenig, sage ich da immer. Vor allen Dingen in diesem Spiel bin ich da nicht so traurig drüber. Und so schlecht war das Timing eigentlich auch gerade nicht, weil wir hier direkt an diesem Aufladegnubbel stehen. So, weil dann kann ich jetzt hier speichern. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob ich jetzt Ringe technisch so bleiben sollte oder ob ich da jetzt wieder irgendwas umstellen soll. Da bin ich gerade schon wieder so hin und her gerissen. Aber ich gucke mir das jetzt erstmal an und ja, ändern kann man ja, wenn man fest stellt, dass das keine weise Entscheidung war, immer noch. Und ja, gehen wir einfach mal weiter. Jetzt verstehe ich, warum der Wald verflucht ist. Max! Warte. Aber er ruft mich doch. Max ist vom Wald besessen. Wenn du zu nahe kommst, wirst du vielleicht auch verflucht. Ich muss ihm helfen. Nein! Das ist keine gute Idee! Ich sag doch, keine gute Idee. Hört denn keiner zu? Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwas vermasseln kann. Ich mag immer solche Kämpfe nicht, auch in anderen Spielen nicht, wo man dann gegen irgendjemanden kämpfen muss, der eigentlich auf unserer Seite ist. Ah, oh, ist auch so blöd, dass Keim schon wieder seine blöden Ohrringe anhatte, ja. Hat schon wieder die ganze Cutscene kaputt gemacht. Also nee, nicht die ganze, aber ihr wisst schon, wie ich meine, ne? So, wir haben jetzt hier einen magischen Gegner. Gut, das heißt, wenn ich draufgehen sollte, weiß ich danach, was ich für Ringe womöglich anlegen sollte. Aber jetzt würde ich mal sagen, können wir diese Tentakeln erstmal angreifen, ohne uns da Sorgen machen zu müssen. Denn damit treffen wir ja, denke ich mal, nicht Hook und Max. Ich hoffe, dass wir... Ah, Mist, ey, nicht mal die Hälfte. Schade eigentlich. Hätte jetzt gedacht, obwohl doch. Ah, guck mal, da oben links sehen wir auch die Energieabfluss. Oh, was? TP absorbiert, was? Nicht so schnell hier. Ich bin doch hier eine alte Frau. Ich kann doch nicht so schnell mitkommen. Ja, wir machen hier doch also zweimal Angriffe und... Ach so, guck mal, die haben alle unterschiedlich. Ach, die sind gar nicht alle einheitlich. Ach, keine Ahnung. Ich greife jetzt einfach immer den an, wo ich das Gefühl habe, dass das gar nicht mal so unklug wäre. Am besten zuerst die, die am
die am wenigsten TP noch haben, damit wir die möglichst schnell auch dezimiert kriegen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie Zeitdruck hat oder irgendwas vermasseln kann. Das war auf jeden Fall von mir gerade vermasselt und das auch. Ja, immer wenn es drauf ankommt, kriege ich hier nichts gebacken. Ach so, guck mal, der zieht hier auch von Krug-Energie ab. Und da oben links, ja bestimmt Obsidian-Seufzer, habe ich da gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Wow. Oh, der arme Jensen. Irgendwie muss ich immer lachen. Irgendwie sieht das immer witzig aus, wenn der von irgendwas getroffen wird. Also ich gehe mal davon aus, wir würden sterben, wenn Krug stirbt, ne? Und nicht, wenn, also wenn wir sterben, würden wir wahrscheinlich auch sterben. Aber ich denke mal, bevor wir sterben, wird eher Krug sterben. Und das war gerade schon wieder so kompliziert formuliert, wie man es gar nicht mehr hätte komplizierter formulieren können. Und ich bin gerade schon wieder voll aufgeregt und so, weil ich hoffe, dass wir Max hier irgendwie befreien können. Aber Krug ist ja eigentlich auch in Gefahr und... Alles wird gut. Alles wird gut. Jetzt habe ich gerade fast vergessen zu drücken. Und trotzdem ist mir perfekt gelungen. So, jetzt haben wir nur noch eine. Ach, guck mal, die regenerieren sich immer, oder? Nee, die regenerieren sich gar nicht. Das sieht aber immer noch so aus, als ob er da noch ein paar, als ob er da noch ein paar hätte. Gut, ich denke mal, das müsste jetzt die letzte Runde sein. Zumindest was jetzt diese Tentakelbekämpfung hier anbelangt. Auch wenn wir gerade voll wenig Schaden machen. Zumindest mit Seth. Ja, wir machen immer weniger Schaden. Aber der hat wahrscheinlich durch diese Absorption... Keine Ahnung, der hat wahrscheinlich dadurch auch seine Abwehr ein bisschen erhöht, schätze ich mal. Oh, und der wird auch immer stärker, habe ich das Gefühl. Also als er das beim ersten Mal, diesen Obsidian-Seufzer auf Jensen abgelassen hat, da hat er noch nicht so viel Schaden ausgeteilt. Ich glaube, der wird mit fortschreitendem Kampfverlauf irgendwie immer gefährlicher. Aber ich denke mal, wir kriegen das trotzdem hin. Hoffentlich ist danach auch Schicht im Schacht, weil unsere Energie ist auch nicht mehr so berauschend, muss ich sagen. Und Krug hätte ich auch gerne wieder, wenn ich ehrlich bin. Krug! Oh oh. Okay, mein Wunsch hat sich leider nicht erfüllt. Ich will ihn nicht angreifen. Greif ihn mit deiner Waffe an, um dem Feind Schaden zuzufügen. Oh, ist das böse formuliert. Ich will dem Feind Schaden zufügen und nicht ihm. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß leider nicht mehr, wie man das jetzt hier richtig löst. Ich greife mal einmal mit Keim an und werde mit den anderen zaubern, also heilen oder sowas. Irgendwas Sinnvolles machen. Also ich hoffe, dass das sinnvoll ist. Ich habe keine Ahnung. Und wir machen hier mal... Ich glaube, Albarrikadem würde irgendwie mehr Sinn machen. Wir können ja hier einmal Allschild machen und hier einmal Albarrikade. Dann haben wir hier vollumfänglichen Schutz und ja, hoffentlich das Maximum an... ich weiß nicht, ob ich da perfekt überhaupt... Max ist im Weg. Wenn wir angreifen, verletzen wir ihn. Er kann nichts machen. Der Wald beeinflusst ihn. Aber wir müssen ihn irgendwie umgehen. Vielleicht können wir ihn ausschalten, ohne ihn zu verletzen. Ah, er macht nur Ärger. Schlagen wir ihn K.O. Ey, Jensen, ey, kannst du nicht einfach mal deine Klappe halten? Also, weißt du, manchen dummen Spruch kannst du dir wirklich echt knicken. Also, das fand ich gerade irgendwie... etwas taktlos. Also ich an Keims Stelle hätte ihm wahrscheinlich eins aufs Maul gehauen, aber vielleicht macht er das, wenn dieser ganze Besuch hier abgeschlossen ist oder so. aber er wollte wahrscheinlich einfach nur einen blöden Witz reißen. Oh, Backe. Okay, aber eigentlich haben wir ja jetzt, ich habe gerade wieder nicht drauf geachtet, aber eigentlich müssten wir ja jetzt ausreichend Schutz haben, so, oder? Ich weiß nicht, soll ich ihn jetzt weiter angreifen? Ich bin voll überfragt. Ich greife ihn jetzt an, allerdings ohne, dass ich jetzt mit dem Ringmenü arbeite. Also ich verhau das jetzt mal ganz bewusst in der Hoffnung, dass ja, dass sich dann hier irgendwie irgendwas tut. Ey, wie ich mich hier permanent verdrücke. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen verängstigt da, was diesen Kampfverlauf angeht, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich Max gleich ummiete, obwohl ich das gar nicht will. Ist jetzt vielleicht ein... Achso, das wollte ich ja verkacken. Ah, ist mir gerade noch so eingefallen. Oh nein, ey, der ist bald weg. Jetzt kann ich den doch nicht nochmal angreifen. Wie soll denn das funktionieren, Leute? Oder muss ich Max vielleicht irgendwie heilen oder so?
Ich habe keine Ahnung, aber noch bietet mir das Spiel eben keine Möglichkeit, auf den Gegner irgendwie zu gehen. Oder ich muss Max wirklich töten, aber... Ich glaube, dann haben wir ein Game Over. Ganz ehrlich, kann mir nicht vorstellen, dass das die richtige Lösung ist. Aber ich glaube, ich werde das jetzt gleich mal probieren, oder? Oder man muss eine bestimmte Anzahl an Runden irgendwie überstehen. Ich habe keine Ahnung. Oder wir machen das so. Wartet mal, ich mache mal hier verteidigen, hier verteidigen, hier verteidigen. Und sie... Manchmal kann man ja immer so sprechen mit den Leuten oder so, ne? Aber das geht ja hier nicht. Dann sollte sie mal angreifen. Vielleicht nützt das ja irgendwas, weil die wird ihm ja wahrscheinlich jetzt nicht so viel Energie abnehmen. Ja. Tja. Keine Ahnung. Ich sträub mich irgendwie noch dagegen, ihn jetzt hier umzunieten. Aber ich habe gerade fast die Befürchtung. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Ansonsten lade ich nochmal und lass mir irgendwas anderes einfallen. Oh Mann, ey. Okay. Also war das doch falsch. Ich wollte nämlich gerade sagen, Mensch, das sah doch irgendwie gerade voll richtig aus und wollte und habe auch gerade total erleichtert durchgeatmet. Ja, da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überrascht. Also irgendwas scheine ich da falsch gemacht zu haben. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich denn das nochmal hin? Also da bin ich irgendwie schon wieder voll aus dem Konzept. So, haben wir jetzt alles? Ach, wartet mal, ich kann ja jetzt eigentlich die Chance nutzen und hier mal vielleicht mal einen Ring ausrüsten, der magischen Feinden auch ein bisschen wehtut oder zumindest sowas hier nehmen. Organischen Wasserschaden, ja, bringt uns jetzt hier einfach nicht so wirklich viel. Organisch, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Ring hieß, der magischen Gegnern wehtut. Vielleicht habe ich den aber auch noch gar nicht. Ich habe den noch gar nicht, kann das sein? Na okay, dann bekommt er jetzt einfach seinen Adamantis-Ring und sie behält... Ach doch, hier, nee, das sind diese Absorptionsringe. Nee, dann belasse ich alles beim Alten und wir sehen uns gleich wieder in dem Kampf, wo ich gerade eben draufgegangen bin. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo ich vorhin draufgegangen bin. Ich habe irgendwie total wenig Energie. Ich habe mich ja, glaube ich, ein bisschen dusselig angestellt. Und irgendwie ist die Ausgangslage aber gerade eine andere, weil normalerweise stand Max eigentlich immer davor und... ja, keine Ahnung, warum das jetzt so ist, ob ich jetzt hier irgendwas vermasselt habe oder was. Auf jeden Fall ja, haben wir den Punkt erreicht und ich hoffe, dass ich jetzt nicht direkt drauf gehe. Ich heile mal sicherheitshalber mit jedem, weil das ist mir hier gerade irgendwie ein bisschen zu riskant. Ich verstehe auch nicht, was das jetzt hier alles soll, um ehrlich zu sein. Vielleicht habe ich beim letzten Mal irgendwas falsch gemacht. Vielleicht lief diesmal vielleicht doch irgendwas besser, weil ich ja jetzt diesen Tentakel angreifen kann. Bin mir nicht so ganz sicher, aber das Spiel wird uns mit Sicherheit gleich auf die Sprünge helfen. Ich meine, solange ich Max nicht umniete, kann uns hier auch irgendwie nichts passieren, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und ja, okay, die eine haben wir noch. Ach, obwohl, nee, das war beim letzten Mal, war das, glaube ich, ähnlich. Da, hat sich Klug, glaube ich, schon befreit, noch bevor wir alle Tentakeln besiegt hatten. Kann das sein? Ich weiß das nicht mehr. Ja, genau, jetzt kommt nämlich erst diese Animation. So, wartet mal, ich überspringe das mal. Ach nee, können wir gar nicht überspringen, oder? Nee, okay, lässt sich nicht überspringen. Gucken wir uns das eben nochmal an. Dauert ja auch nicht sonderlich lange, ne? Genau, weil der verschmilzt jetzt quasi mit diesem blöden Gegner und wir können einfach irgendwie immer noch nichts tun. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, ob wir jetzt hier vielleicht irgendwie ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen müssen, aber verletzen bringt auf jeden Fall erstmal nichts, wie wir ja schon gelernt haben. Und ja, ich würde mal sagen, vielleicht muss ich ihn auch in irgendeine Zustandsveränderung versetzen. Vielleicht muss ich ihn zum Kelolon machen oder so. Nee, aber
Ich habe keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ich verteidige jetzt nochmal die anderen. Die können sich ja derweil um Zauber kümmern. Und ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir beim letzten Mal überlebt haben, bevor wir draufgegangen sind. Aber vielleicht, weiß ich nicht, muss man 10 Runden oder sowas abwarten. Ich bin gerade am Überlegen. Ich guck mal vielleicht gleich nochmal die ganzen Fähigkeiten und Zauber durch, die uns zur Verfügung stehen. Wo ich jetzt momentan irgendwie mit Heilung, glaube ich, ganz gut beschäftigt bin. Ey, guck mal, wie viel Schaden die ganzen Gegner hier austeilen, ja. Und das, obwohl wir echt viel Zeit reingesteckt haben, hier einen Gegner bekämpfen. Also, was heißt echt viel? Man könnte da auch ein bisschen länger sich hochleveln und so, aber Schlaf könnte man nehmen, das nimmt ja nichts ab. Gift würde ihm wieder schaden, Prisma würde ihm schaden, Lähmung. Schlaf oder Lähmung vielleicht. Ja, wir können ja mal beides ausprobieren. Ich meine, mit Keim kann ich ja ansonsten sowieso nichts machen. Nehmen wir hier mal Schlaf. Sie hat noch weiße Magie. Heilung C4 auf ihn. Ich weiß gar nicht, können wir das auch auf? Nee, wir können nur unsere eigenen Leute heilen, deswegen bringt das nichts. So Allschild oder so kann ich ja auch nicht auf den Gegner machen. Das heißt, hier habe ich jetzt keine Auswahlmöglichkeit, die ich mal auf Max ausprobieren könnte. Ja, und er ist halt in der gleichen Situation, ne? Er könnte auch Schlaf oder Lähmung ausprobieren oder Stein. Aber ich glaube, bei Versteinerung sterben die, oder? Oder wir könnten ihn verfluchen oder versiegeln. Ich könnte bei ihm auch ein bisschen was ausprobieren. Aber ich würde mal sagen, wir gehen... ich probiere mal die ganzen Zustandsveränderungen nach und nach aus und werde ihn jetzt erstmal Schlaf machen lassen und dann gucken wir danach mit Lähmung und dann mache ich vielleicht Versiegelung oder so. Versteinerung würde ich fast als letztes ausprobieren wollen, weil ich da nicht sicher bin, ob er dann nicht vielleicht auch drauf gehen könnte. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt geklappt hat mit dem Einpennen. Schläft Max jetzt? Weil vielleicht müssen wir ihn irgendwie außer Gefecht setzen, damit wir quasi den anderen auswählen können. Aber wir können ja normalerweise auch schlafende Gegner angreifen. Okay. Also wenn ich den jetzt angreife, dürfte das aber Max eigentlich nicht wehtun, oder? Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Bammel. Ich habe jetzt voll Angst, dass wenn ich jetzt mit allen auf den losgehe und Max zwischenzeitlich aufwacht, dass ich hier mal ein richtiges Problem habe. Das wäre irgendwie nicht so geil, aber wir müssen das halt irgendwie ausprobieren, würde ich mal sagen, ne? Wow, machen wir wenig Schaden. Alter Schwede. Kein wow, er bringt ja überhaupt gar nichts, mit denen anzugreifen. Selbst Jensen ist verhältnismäßig überschaubar mit der Schadensmenge. Na, das ist ja mal... ist ja mal ein Ding vor allen Dingen. Ach, guck mal, jetzt lebt Max wieder. Also lebt. Er lebte ja die ganze Zeit. Also hoffe ich zumindest, dass er die ganze Zeit gelebt hat. Na gut, dann würde ich mal sagen, bleiben wir bei Schlaf. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie noch eine einfachere Methode gibt, eine schnellere Methode, um das hier abzuwickeln, aber ich werde jetzt, glaube ich, erstmal dabei bleiben, in der Hoffnung, dass das irgendwann mal mit Erfolg gesegnet sein wird. Ich hoffe, der regeneriert sich zwischenzeitlich nicht irgendwie. Aber immerhin scheint das mit dem Schlaf ganz gut zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob die Gegner hier in dem Spiel oder in diesem Fall der Endgegner in Anführungsstrichen, der ist schon wieder wach? Okay, das ist jetzt ein bisschen nervig, ne? Jetzt habe ich hier auch nicht mehr genügend MP. Okay, wartet mal, da muss ich jetzt mal gucken. Dann verteidigen wir hier mal. Dann werde ich mit ihr mal einen Heilzauber wieder loslassen und lass ihn mal Schlaf zaubern. Dadurch, dass er Magier ist, ich weiß nicht, vielleicht ist die Wirkung dann ein bisschen erhöht. Vielleicht kommt dann da mehr bei rum, ich weiß es nicht. Und das hier können wir eigentlich... Obwohl, nee, wartet mal, wisst ihr, was ich mache mit Kug? Mache ich hier Allbarrikade. Das ist doch ja magische Verteidigung, genau. Das erscheint mir jetzt irgendwie am sinnvollsten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Obsidian-Seufzer, dass das hier so eine ganz normale physische Attacke sein wird. Ich fühle mich da irgendwie sicherer, wenn ich das damit mache. Aber guck mal, der greift auch damit immer nur die hintere Reihe an. Habt ihr das gerade gesehen? Die vordere, die hat gerade gar keinen Schaden gefressen. Ist mir bei den letzten Angriffen gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich hoffe, dass Max jetzt wieder eine Runde pennt. Weil wir werden, wenn er jetzt eine Runde schläft, den Boss wahrscheinlich sowieso nicht down kriegen. Aber vielleicht nach der zweiten. So, immerhin können wir jetzt wieder angreifen. So, Leute, jetzt aber einfach mal volle Möhre alles geben, bitte.
Was machen wir mit ihr? Ah, ich glaube, sie wird jetzt nochmal hier Heilung vom Stapel lassen, weil wir haben ansonsten einfach zu wenig von ihr. Sie wird wahrscheinlich auch gegen diesen Gegner kaum irgendwas austeilen. Ich hoffe, dass Max nicht aufwacht, nachdem wir den Boss in einer bestimmten Anzahl, also in einer bestimmten Häufigkeit getroffen haben. Das wäre dann natürlich ein bisschen blöd, wenn ich dann jedes Mal mit Keim und Seth angreife. Aber guck mal, wir haben noch eine Runde. Okay, diesmal haben wir ein bisschen mehr Glück als die letzten Male. Ich werde jetzt ja alle Elemente einfach mal durchprobieren. Und ja, was machen wir mit ihr? Eigentlich brauche ich die Zauberzeit hier nicht zu beschleunigen, weil die Reihenfolge ist mir ehrlich gesagt momentan relativ wumpe. Deswegen verteidigen wir mal und lassen mal die Erwachsenen hier ein bisschen machen. Habe jetzt irgendwie vor dem Angriff nicht mehr geguckt, wie viel Energie der jetzt noch übrig hat. Ich glaube aber, obwohl ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube in der Runde können wir ihn nicht schaffen. Dann in der nächsten Runde, also wenn... Oder? Ja doch, sehr geil. Tut mir leid. Was glaubst du, wie traurig Mama wäre, wenn du stirbst? Ja, ich weiß. Warum bist du weg, ohne mir was zu sagen? Aber Kug, du bist immer so muffelig, wenn man dich weckt. tut mir leid. Trotzdem. Ich wollte ihr die Blumen zeigen. Ich dachte, hier würde ich sie treffen. Ich wollte mit ihr reden. Das geht doch nicht. Sie ist tot. Du wirst sie niemals mehr wiedersehen. Sag mal, Keim, wenn jemand stirbt, wohin geht die Seele? Weißt du das? Du hast lange gelebt. Hast du jemals etwas gesehen? Nein, habe ich nicht. Wenn Menschen sterben, dann gehen sie weg. Wenn die Seele einen Platz hat, dann in der Erinnerung. Denkst du an sie, sind sie ewig bei dir. Lirum wird in unser aller Erinnerung weiterleben. Das ist doch schön, nicht? Ja. Dann bringen wir diese Blumen jetzt wieder zurück. Was ist denn jetzt wieder los? Ich weiß nicht. Das ist nicht derselbe Geist, der Max angegriffen hat. Für mich der andere nicht. War böse. Dieser hier ist ich anders. Nichts. Warm und sanft. Das ist schon wirklich. Zurück, ihr zwei. Was ist das? Kein.
Es ist Wärme. Aus ihrer Seele. Nerum hat ein Wunder bewirkt, Keim. Ein Wunder. Wir behalten dich immer in unseren Herzen, Nerum. War das schön, oder war das schön? Ja, und damit haben wir die erste Disc abgeschlossen. Und ja, ich werde das jetzt hier abspeichern und dann werden wir ähnlich wie bei Blue Dragon hier auch unseren Cut machen und werden die Inhalte aus Disc 2 oder von Disc 2 dann im nächsten Part uns anschauen. Tja, Leute, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden beim nächsten Mal noch ein bisschen darüber sprechen, was wir da gerade gesehen haben. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao.